Und herzlich willkommen zu Part 34 von Let's Play die Sims 3 Lebensfreude. Wir sind hier zurück bei Familie Harris und es ist Dienstagmorgen. Es regnet. Und Levi ist hier gerade schon wach. Die Mädels glaube ich auch. Riley hat irgendwie schon wieder im Baumhaus geschlafen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ja, Ruby ist auch gerade aufgewacht, weil in einer Stunde kommt schon der Schulbus. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier ein bisschen ranhalten, damit wir hier wieder alles erledigt bekommen am Morgen. Und im letzten Part haben Ryan und Abby sich verlobt, etwas übereifrig, aber niemand von euch hat etwas Negatives dazu geschrieben, das hat mich sehr überrascht, ich dachte, jemand findet das scheiße. Aber, was ist? Komm da runter! Ach, bist du schon. Aber anscheinend fandet ihr das alle gar nicht so schlimm, das ist sehr gut, weil ich bin der Meinung, das ist das Richtige für die beiden, einfach um den Kindern Sicherheit zu geben. Und in der Nacht haben wir auch die Benachrichtigung bekommen, dass Abby schwanger ist. Und das ist mega cool. Das freut mich richtig doll. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Was wir da dann noch für ein Kind bekommen werden. Was macht ihr hier? Jungs und Mädels. Wir haben auch noch ein zweites Badezimmer. Geh unten auf Klo. Oh Gott, das ist verstopft. Okay, da müssen wir dann vielleicht auch nochmal was dran machen. In der Nacht habe ich die Katzen nochmal ein bisschen interagieren lassen. Die sind jetzt beste Freunde. Also könnten wir jetzt theoretisch, wenn wir wollten, Kätzchen machen. Ich glaube, damit warte ich aber noch ein bisschen, bis das Baby da ist. Also das Menschenbaby. Weil sonst ist das ein bisschen zu viel Heckmeck. Und shit, der Schulbus ist schon da. Ich hoffe, dass die Mädels ihre Hausaufgaben gemacht haben. Nope, natürlich nicht. Riley hat die Hausaufgaben gemacht. Wow. Und Levi hat die Hausaufgaben auch gemacht. Nur Ruby nicht. Das ist gut. Ah, er hat ja die Krone bekommen. Die können wir ja theoretisch hier irgendwo hinstellen. Eigentlich könnten wir die ja hier oben in das Regal. Oh, wie schön. Und wir haben uns noch gar nicht das Abschlussfoto angeschaut. Ich glaube, er ist alleine drauf. Habe ich recht? Oh nein, er ist mit Loveland drauf. Was hat sie für ein... Oh mein Gott, das ist also ihre Abschlusskleidung. Guck mal, das nenne ich mal Equality, ne? Er spielt dann mal das Mädchen auf dem Bild. Naja, egal, okay. Auf jeden Fall hat er jetzt hier sein Abschlussbild. Das ist sehr süß. Das stellen wir dann einfach da auf den Schreibtisch. Und wir haben hier noch ein Bild. Das können wir da oben drauf stellen. Wie schön. Wer ist nochmal damit drauf? Ach ja, Jack. Jack ist damit drauf. Oder was? Jason? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, jetzt kann es auf jeden Fall... Was ist hier los? Jetzt kann es auf jeden Fall zur Schule gehen. Levi, bitte auch. Irgendwer muss gleich hier das Klo reparieren. Ryan musste heute arbeiten. Yes, er muss heute arbeiten. Dann sollte er vielleicht... Nein, du gehst nicht schon wieder irgendwas frittieren. Du kannst dir hier die Waffeln nehmen. Da sind nämlich noch genug da. Und Riley kann, wenn sie in der Schule ist, mit ihren Freunden sprechen. Obwohl, sie kann auch mal neue Freunde finden. Und Ruby muss dann gleich auf jeden Fall in letzter Sekunde an ihren Hausaufgaben arbeiten. Oh mein Gott, warum hat er so eine schlechte Note? Ach du Scheiße. Upsi. Upsi, dupsi. Okay, du solltest dann vielleicht... Ach, durchschnittliche Anstrengung reicht schon, du hast ja deine Hausaufgaben gemacht. So, und du machst deine Hausaufgaben. Warum frittiert er jetzt doch was? Ich habe doch gesagt, er soll Waffeln essen. Was bist du für ein Sack? Ach, und Abby wünscht sich, ein Mädchen zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, ich werde das nicht beeinflussen. Hast du es schön verbrannt, ja? Du bist so ein Sack. Du bist so ein Sack. Dann hol dir jetzt doch die Waffeln aus dem Kühlschrank. Die Fahrgemeinschaft für Ryan fährt in etwa einer Stunde. Sehr schön. Ist er ausgeschlafen? Ja, er ist einigermaßen ausgeschlafen. Und ich habe schon wieder eine freudige Nachricht zu verkünden. Und zwar haben wir gestern die 12.000 Abonnenten erreicht. Und ihr wisst ja, ich kann nicht oft genug Danke sagen. Es ist, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich check das gar nicht mehr, dass es alles so schnell geht. Und ich realisiere diese Zahl überhaupt nicht, dass es jetzt 12.000 Abonnenten sind. Ich meine, vor... ein paar Monaten hatte ich die 5.000. Ich glaube, im Juni hatte ich die 5.000 Abonnenten und jetzt sind wir 12.000. Das ist so unfassbar viel. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich bin euch einfach wirklich unfassbar dankbar für alles, für euren ganzen Support. Ihr seid einfach mega geil. Also für eine bessere, also eine bessere Community kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, weil es geht gar nicht besser. Oh mein Gott, hat sie süße Schwangerschaftskleidung. Also ohne Spaß jetzt, ohne hier rumzuschleimen, es ist einfach so. Ihr seid einfach super cool. Und welche Katze miaut hier? Wer hat keinen Spaß am Leben? Ach, guckt euch Tiger an, er liegt hier auf dem Teppich und schaut, oh, Baby. Oh, wie süß. Das ist so süß. Okay. So, er macht jetzt hier das Klo, das Katzenklo sauber, aber schafft er gar nicht mehr. Er muss zur Arbeit. Wann kriegt er eigentlich mal eine bessere Fahrgemeinschaft? Schaut euch mal das Auto an. Ich meine, wir sind Level 6.
Das geht gar nicht. Okay, und wir müssen wieder unseren Einfluss höher halten. Das sage ich jedes Mal, ne? Welches Level sind wir jetzt? Das kann ich gar nicht sehen. Warte mal. Hä? Wir sind doch. Hayley Harris. Effie Thompson. Du bist hübsch. Das verstehe ich nicht. Er ist doch Nerd Level 5. I don't get it. Egal. Egal, da müssen wir dann vielleicht nochmal dran arbeiten. Ach ja, und das ist weiterhin ihre Schwangerschaftskleidung, was ich sehr schön finde, weil ich glaube, das wird richtig süß aussehen, wenn sie dann hochschwanger ist. Und sie räumt jetzt gerade schon hier auf. Typische Abby. Wow, was ein schöner Tag. Es ist so ein schöner Tag. Hat sie keine Schuhe an? Ah doch, die hat ihre Ballerinas an. Es ist ein richtig, richtig schöner Tag. Das freut mich, dass das Wetter so schön ist. Und irgendwer hat hier eine Sprengfalle platziert, also eine Scherzfalle, meine ich. Ich weiß nicht, wer es war. Und. Oh mein Gott, wie dreckig ist die Fritteuse. Ich wollte mich auch mal bei euch bedanken, dass meine 100 Baby Challenge so mega gut bei euch ankommt. Das ist ja echt wahnsinnig cool. Mir macht es auch mega viel Spaß und es freut mich einfach, dass es so gut bei euch ankommt. Und ja, das wollte ich auch noch gesagt haben. Jetzt glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und Abby kann jetzt mal. Kann sie das Klo entstopfen? Ich hoffe. Ja, sie ist doch. Nimm am Charisma-Unterricht teil oder verwende eine. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Nein, du gehst erst das Klo stopfen. Ich weiß, du musst, aber das geht nicht anders. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich wollte euch auch noch fragen, wie wir das machen wollen, wenn jetzt das neue Baby kommt. Weil wir haben ja hier eigentlich kein Zimmer mehr übrig. Und ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo wir hier anbauen sollen. Wir könnten theoretisch noch eine zweite Etage machen. Das würde gehen. Ich weiß da nur nicht, wie das Haus von außen aussehen wird, aber. Das würden wir schon irgendwie hinkriegen. Oder wir bauen hier hinten irgendwie drüber, dass wir so eine Art, ja, wie soll man es nennen, so eine Art Balkon, aber halt kein Balkon, sondern einen Raum haben, den wir dann hier hin so hinstellen. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Ihr könnt mir ja auch eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie wir das Rätsel lösen könnten, wo das Baby untergebracht werden kann. Und ich wollte schon sagen, wieder Elissa. Abby hat hier jetzt das erste Level von der vom Geschicksfähigkeitsdings erreicht. Jetzt kann sie das Klo eben sauber machen und danach kann sie dann auch auf Toilette gehen. Ich habe ja in dem letzten Part das Hausmädchen wieder abbestellt, weil wir jetzt Abby haben, die sich um den Haushalt kümmern kann. Ich weiß, es ist eine Menge Arbeit, aber. Achso, danach sollte sie vielleicht erstmal auf Toilette gehen. Aber sie schafft das schon, weil sie ist ja gelerntes Hausmädchen, nicht wahr? Freunde der Sonne. Das ist wohl wahr. So, was haben wir noch zu tun? Ich möchte heute auf jeden Fall anfangen. So, jetzt kannst du auf Toilette gehen. Ryan, ach, lieber das Fahren beizubringen, weil, ja, er ist ja jetzt auch schon was älter. Also in 11 Tagen wird er zum Erwachsenen. Und dann können wir ihm ja auch mal beibringen, das Fahren zu fahren. Und er möchte mit seinem Vater sprechen. Das kannst du natürlich machen. Unsere Beziehungen sehen jetzt hier auch mittlerweile ganz gut aus. Ich möchte das. Oh mein Gott, ich sag gerade, die sehen ganz gut aus, Alter. Zu deinem Vater hat er gar keine Beziehung. Wir müssen auf jeden Fall weiter hier dran arbeiten. Wollmar sieht immer noch scheiße aus. Naja, okay. Du machst jetzt hier weiter die Hausarbeit und ich überspringe dann so lange, bis die anderen aus der Schule kommen. So, Levi kommt jetzt gerade schon hier aus der Schule, also er ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Und Abby hat das ganze Haus aufgeräumt, die Wäsche angeschmissen und so. Und macht jetzt gerade Macaroni mit Käse. Ich weiß gar nicht, ob sie gut kochen kann. Sieht eher schlecht aus, aber wir versuchen das Ganze einfach. Wir können ja auch dann irgendwann hier die Fähigkeit kaufen, dass sie gut kochen kann, wenn sie schon nicht das Merkmal hat. Der Eiswagen steht vor unserer Haustür, warum auch immer. Ah, da kommt Levi nach Hause. Sehr schön. Theoretisch könnte Abby ihm ja auch das Fahren beibringen. Erstmal kocht sie jetzt hier zu Ende. Levi kann in der Zeit schon mal seine Hausaufgaben anfangen. Wahrscheinlich wird sie es beim ersten Mal eh verkacken. Und wir müssen noch ein zweites Mal anfangen zu kochen. Ryan? Was machst du? Es nicht arbeiten. Ryan! Oh mein Gott, was machst du? Geh auf die. Geh auf die Arbeit sofort. Bist du bescheuert? Er sitzt hier und liest ein Buch. Ich glaub's nicht. Geh jetzt rein, du Sack. Oh, Riley war heute auf einem Ausflug und Ruby wahrscheinlich auch. Abby Miller hat heute das Essen angebrannt. Wow, ich wusste es. Na super. Dann, ja, bestellen wir jetzt einfach Pizza. Abby wird dann schon lernen zu kochen. Räum das weg. Und
dann können wir Pizza bestellen. Warte, wir rufen erst den Pizzadienst an. Ja, ist ja gut. Und danach kannst du das aufräumen. Abby möchte Meisterkönigin, bla bla bla. Okay, sie hat auf jeden Fall jetzt schon mal den ersten Fähigkeitspunkt. Das ist gut. Wenn sie dann das nächste Mal versucht zu kochen, vielleicht klappt es dann. Okay, wir wollen den Pizzaservice anrufen. Danke für deine Bestellung. Wir werden die Pizza so schnell wie möglich liefern. Das ist nett, dankeschön. Und ihr hattet mir auch geschrieben, dass es doch cool wäre, wenn Ruby dann so ein bisschen mit Nate anbändeln würde. Also die jetzt so richtig gute Freunde werden und dann zusammen aufwachsen. Und ja, wenn die jugendlich sind, dann knistert es so zwischen denen. Weil das ist ja der Sohn von Noah, der Affäre von Alyssa. Und ich glaube, das könnte richtig cool werden. Also das könnte eine coole Story werden. Deswegen werden wir das dann so machen. So, wann kommt unsere Pizza? Hast du schon einen Babybauch? Nein, noch nicht so wirklich, ne? Was machst du? Ach, du füllst das Essen auf. Okay. Wir haben alle Hunger. Wann kommt der Pizzadienst? Und wo bleiben die Mädels? Hä? Ach ja, die waren ja beim Ausflug. Stimmt, ich vergaß. Ich vergaß. Ryan ist arbeiten. Das ist sehr gut. Bis wann muss er arbeiten? Bis 17 Uhr. Okay. Dann hoffen wir mal, dass er jetzt hier noch ein bisschen besser wird. Also in seiner Karriere, in seinem Karrierefortschritt. Wo können wir dann hier mal... Spiele Games. Ja, dann mach einfach das mal. Okay, ich hoffe... Nein, jetzt... Oh, ich hasse dich. Nein, ich hasse dich nicht, aber... Wir essen Pizza. Tu das weg. Außerdem ist er verbrannt. Räum den weg. Sofort. Wir warten auf unsere Pizza. Es ist Pizza Party Thursday Night. Pizza Party Party Thursday Night. Saturday, nee. Tuesday. Ich glaube, den Witz habe ich schon mal gemacht. Voll der Witz, Nina. Okay, Riley hat... Hunger. Du lässt deine Hand unten. Du lässt deine Hand unten. Du kannst mit deiner Schwester sprechen. Geh zu ihr und schneid gemacht mit ihr. Du, machst den Kühlschrank zu. Mach den Kühlschrank zu. Stell es ab. Sofort stell den Teller ab. Dankeschön. So. Da kommt der Pizzadienst, oder? Yay, da kommt der Pizzadienst. Juhu. Abby, nimm die Pizza an. Los. Los. Hol die Pizza. Hol die Pizza. Ja. Lecker. Wer bringt die Pizza? Dich mögen wir schon mal. Conny Grebenstein. Wer weint hier? Hä? Wer hat hier geweint? Okay, noch mehr. Habt euch lieb. Nein, Ryan, Levi, du gehst auch nicht zum Kühlschrank. Ah, gut. Okay, und servier die Pizza. Yay! Und jetzt ruf alle zum Haushalt, zum Essen. Yummy, yummy, yummy. Komm, es gibt Essen. Yummy, yummy. Hey, es gibt Essen. Haushalt zum Essen rufen. Du musst nicht noch ein zweites Stück essen, aber der Rest schon. Yum, 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 yum. Oh, ich habe auch Hunger auf eine Pizza. Aber ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Warum habe ich nicht gefrühstückt? Wir gehen heute zu Hans im Glück. Da freue ich mich schon drauf. Die haben so gute Burger da. Also die haben ja auch vegetarische und vegane Burger. Und deswegen liebe ich es da so. Weil das sind die einzigen, die so richtig gut sind. Also sonst habe ich noch nie wirklich so richtig gute vegetarische Burger gegessen. So. Habt ihr jetzt alle hier Futter? Seid ihr alle versorgt? Levi, du musst dir auch noch schnell ein Stück nehmen. Und dann können wir nämlich düsen. Dann können wir fahren. Levi das Fahren beibringen, wenn er dann auch aufgegessen hat. So, und Abby kann dann den Rest schon mal wegräumen. Sie ist echt nur für die Hausarbeit da, ne? Und sie möchte Kitty auf jeden Fall ein Leckerchen geben. Das kann sie auch machen. Tiger Harris hat sich gerade aus irgendeinem Grund vor Ruby erschreckt. Päh, Tiger ist aber auch ein komischer Kauz. Das kennen wir doch schon. Jetzt räumt er hier, jetzt läuft er hier schon wieder weg. Das kann er ja auch gerne tun. So, Levi, wie sieht's aus? Komm, mach mal. Ist. Oh, er stinkt und hat keinen Spaß. Wahrscheinlich ist er dann gleich beim Fahren auch überfordert. Aber das ist mir egal, weil wir müssen jetzt immer das Fahren lernen. Und du kannst sie mal loben für ordentlich sein. Und kannst sie mit ihr reden. Okay, jetzt geht's los. Wir gehen fahren lernen. Und hast du Bock? Na los. Wehe, du sagst nein. Ich hau dich. Yes! Wir fahren, wir fahren, wir fahren. I love it. Geforderte Objekt. Oh, das müssen wir immer noch machen. Ne? Mit wem müssen wir das noch machen? Oh, mit ihr auch. Okay, vielleicht sollten wir dann kurz uns mal hier auf die Jagd begeben. Hier befindet sich Eisen. Das können wir sammeln. Dann sammeln wir hier nämlich auch schon mal ein paar Sachen. Eisen haben wir dann schon. Was brauchen wir noch? Smaragd, Silber. Ach, wir können ja auch Play drücken.
Hier sind die. Oh, was? Keine Steine mehr? Doch, hier oben. Mehr Steine. Rubin. Die können wir alle aufsammeln. Das sammeln wir auf. Und das sammeln wir auf. Was sind hier? Oh, Samen. Die können wir auch aufsammeln. Wieso können wir nicht aufsammeln? Ich möchte den Samen aufsammeln! Entschuldigung, dass ich so geschrien habe. Entschuldigung. Da ist ein Smaragd. Noch mehr Steine. Das ist so cool. Jetzt sammeln wir hier wahrscheinlich alle auf und Ruby bekommt gar keine mehr. Oh, ich möchte gucken, ich möchte gucken, ich möchte gucken. Seid ihr schon im Auto? Nein, noch nicht. Oh, mein Ohr juckt. Ah! Stopp! Ich möchte ein Foto. Hey, warum düst du direkt so los? Du kannst doch noch gar nicht fahren. Okay, ich möchte das perfekte Bild. So. Ein bisschen zurück. Wie cool! Lieber lernt fahren. Lieber lernt fahren. Super cool. Okay, jetzt könnt ihr zweimal hier düsen. Okay, ich sag schon, warum fährt er so schnell? Aber jetzt kommt's. Ich finde das so cool. Ich liebe diese Interaktion. Okay, Riley ist jetzt hier schon auf dem Weg. Oh, die zwei können sich auch mal miteinander beschäftigen. Das ist wohl wahr. Über Videospiele beschweren. Kannst du eine Geschichte erzählen, du kannst sie kennenlernen, du kannst nach ihrem Tag fragen, kannst mit ihr plaudern. Oh, und ihr Bauch berühren. Oh mein Gott, ja, unbedingt. Und, vielleicht noch irgendwas Lustiges machen. Erzähl eine lustige Geschichte aus der Schule von Nate Mason oder so. Wie schlägst du dich? Alles cool? Wow, er ist ganz schön schnell unterwegs und er hat absolut gar keinen Spaß. Und wir haben ein Taxi überfahren. Okay, vielleicht müssen wir dann morgen noch mal ein bisschen machen, aber er hat auf jeden Fall schon mal angefangen mit dem Führerschein. Das ist gut. Hast du schon den ersten Stein? Wenn du dich so weiter bewegst... Oh mein... Riley, komm sofort nach Hause. Oh mein Gott, was ist das für ein creepy old man? Ups. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum bist du so gruselig? Warum? Riley, geh nach Hause. Oh, da war Levi. Hä? Oh, er ist abgebogen. Zum Glück. Zum Glück. Er hat wohl Angst bekommen, weil sein Vater vorbeigefahren ist. Also, nein, ihr Vater. Hallo, kannst du dich mal beeilen? So musst du gleich schon wieder nach Hause, weil du deine Dingspflicht verletzt. Oh, hast du jetzt schon den Bauch berührt? Du berührst jetzt nochmal den Bauch. Ich möchte sehen, wie du... Nein. Ich möchte sehen, wie du den... Ach nee, doch nicht. Hat sie noch nicht gemacht. So, er geht jetzt schnell duschen. Ryan, oh mein Gott, wer ist da gerade gelaufen? Ist da nicht gerade jemand durchs Bild gelaufen? Okay, ich habe Halluzination. Ryan muss unbedingt an seiner Malereifähigkeit arbeiten. Wir müssen ihm mal eine Staffelei kaufen, damit er dann auch die Möglichkeit überhaupt dazu hat, daran zu arbeiten. Warum ist das... Hä? Warum ist das abgebrannt? Oh. Hier ist es. Und zwar... Können wir die hier hinstellen? Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist bei dem Grill. Dann stellen wir sie... Dann stellen wir jetzt einfach da unten hin. Ich meine, das macht ja nichts. Wir haben Sommer, ne? Wir haben Sommer. Okay. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann könnte er jetzt ja schon mal ein bisschen anfangen, hier zumindest ein mittleres Bild anzufertigen. Muss er ja nicht fertigstellen. Einfach, damit er ein bisschen so tut, als wenn er was für seine Arbeit machen würde. So, ihr seid beschäftigt. Ich möchte sehen, wie du den Bauch berührst. Ach nee, erst fragt sie noch einen Tag und plaudert. Lieber, jetzt geh duschen, du stinkst. Oh, er möchte mit Nate Mason Hüpfekästchen spielen. Warum kennt er ihn denn? Er sieht also richtig gut befreundet. Waren sie zusammen Kinder? Bedeutet das, dass Nate auch bald zum Jugendlichen wird? Und Riley hat ihr erstes Stück Eisen gefunden, was sehr gut ist. Ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen drehen. Oh, es gibt. So. Warum geht er oben in die Dusche? Oh, Ryan hat schon Level 2 in der Malereifähigkeit? Das wusste ich nicht. Das sieht ja richtig gut aus, Ryan. Mensch, du bist ein richtiger Künstler. Wow. Und noch vierter... Ach nee, er ist schon aus der... Midlife Crisis raus. Hier, okay. Er ist mit Ivy sehr gut befreundet. Oh, guck mal, Ryan ist echt so ein... Er ist so ein Herzchen. Er ist mit allen gut befreundet. Außer mit seinem Sohn. Und mit Jack. Mit Jason.
Und mit Rose. Aber sonst? Sonst ist er echt ein Herzchen. Okay, da können wir noch dran arbeiten, ne? Wir haben ja noch genug Zeit. Wann wird er eigentlich zum OP? Ach, in 31 Tagen. Alles gut. Und Abby? In 30 Tagen. Alles super. Mensch. Sie möchte Ryan heiraten. Und Baby, natürlich darfst du das machen. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann werden wir das tun. Jetzt hat sie schon... Ich wollte doch sehen, wie du den Baby, den Bauch berührst. Mach jetzt nochmal. Ich möchte nämlich ein Foto davon machen. Mensch, warum hört niemand auf mich? Los! Oh. Die stecken mal die Hand in den Bauch. So richtige Dämons. Okay. Haben wir jetzt ja alles erledigt. Wo bist du unterwegs, Mädel? Wieso kannst du nicht mal mit deinem scheiß Fahrrad fahren? Warum muss ich... Schon wieder ein alter gruseliger Mann? Was... Was ist denn hier los? Das ist Gott hat fast... Hä? Ich dachte gerade, sie kriegt Ärger. Naja, okay, geh einfach nach Hause. Jetzt fährst du Fahrrad, oder was? Meine Güte. Oh, darauf wollte ich drücken. Ja gut, ich beende den Part dann an dieser Stelle. Ich glaube, hier gibt es jetzt heute gar nicht mehr viel zu erledigen. Und da kommt ein Waschbär. Hey, können wir ihn mit der Katze angreifen? Oh, wir können ihn tatsächlich... Mach mal bitte. Das will ich sehen. Wie süß. Ich liebe Waschbären, die sind so niedlich. Aber wisst ihr, was ich noch mehr liebe? Otter. Otter sind auch richtig süß. Und was, wisst ihr, was noch süß ist? Opossums. Die sind auch unfassbar süß. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingstier ist. Das würde mich mal interessieren. Das sind so meine Lieblingstiere und natürlich eine Katze, weil ich habe ja eine Katze zu Hause. Ich liebe auch Hunde. Ich liebe alle Tiere. Schweine sind auch mega süß. Schweine sind richtig toll. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingstiere oder euer spezielles Lieblingstier ist. Und ich sehe gerade... Ach nee, wir müssen uns nicht beeilen. Ich dachte schon, wir müssen uns beeilen mit den Kätzchen machen, aber 21 Tage haben wir noch. Komm, Kitty, mach hinne. Der Waschbär sonst haut sonst ab. Ich möchte, dass du den mal beschnüffelst. Nein, du gehst dann nicht aufs Klo. Los! 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 Oh, das wird süß. Oh, I love this. Oh, cute. Oh, wie süß! Wie süß! Oh mein Gott, das ist richtig niedlich. Kannst du ihn beschnüffeln? Beschnüffel ihn. Na, bleib hier, du Sack. Bleib hier, du Sack. Na, können wir mit ihm herumblödeln? Und, oh, wir können gemein sein, aber ich möchte nicht gemein sein. Können wir nochmal beschnüffeln? Oh, wir können beste Freunde werden mit dem Waschbär. Geht das tatsächlich? Nein, das geht, glaube ich, nicht. Schade. Ich möchte ihn adoptieren. Das wäre voll cool, wenn man ihn adoptieren könnte. Okay, Leute, sorry, ich schweife ab. Ich wollte den Part beenden. Ich lese euch jetzt noch ganz kurz den Kommentar des Tages vor. Und zwar kommt er von KittyZone 2000 und sie hat ein kleines Gedicht geschrieben. Und zwar, liebe Nina, eins ist klar, du bist einfach wunderbar. Ein Video fast jeden Tag, so wie ich es am liebsten mag. Mit deiner super süßen Art verschönerst du mir gleich den Tag. Hashtag Teamfinity. Oh, ich fand den Kommentar so niedlich, deswegen musste ich ihn unbedingt vorlesen. Also, liebe KittyZone, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich freue mich sehr und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.